Als Staffel 1 von The Witcher im Dezember 2019 auf Netflix veröffentlicht wurde, wurde sie sofort zu einem großen Erfolg. Obwohl es einige Unterschiede zwischen der Serie und den Videospielen gab, hielten die meisten Fans die Serie für eine detailgetreue Adaption der Bücher von Autor Andrzej Sapkowski, auf denen die Spiele von CD Projekt Red basieren. Besonders bemerkenswert für viele Zuschauer ist die brillante Besetzung mit Superman-Darsteller Henry Cavill in der Hauptrolle des Geralt von Rivia. Die Serie folgt Geralt sowie der Zauberin Yennefer von Wengerberg und der Ziehtochter des Hexers, Ciri, wie sie zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Ereignisse durchlaufen, die stark auf Sapkowskis Der letzte Wunsch und Das Schwert der Vorsehung basieren. Ihre Charaktere durchlaufen prägende Ereignisse, die sie zu den Legenden formen, die sie werden sollen, bis alle ihre Geschichten schließlich miteinander verschmelzen. Die erste Staffel wurde von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen gut aufgenommen und die Erwartungen an Staffel 2 sind hoch. Vor allem nach dem überwältigenden Finale von Staffel 1, das passenderweise den Titel viel mehr trägt. Während die Fans begierig darauf sind, die weiteren Abenteuer von Geralt und seinen Freunden zu sehen, sind bedauerlicherweise einige unerfreuliche Nachrichten von der Produktion aufgetaucht. Laut Quellen, die der The Witcher-Produktion nahestehen, hat Cavill sich verletzt, die ihn für den Moment außer Gefecht gesetzt haben. Allerdings werden die Dreharbeiten für Szenen, in denen er nicht mitspielt, dennoch fortgesetzt. Wie in einem Bericht, der zuerst von The Sun und später in der Folgeberichterstattung von Deadline veröffentlicht wurde, erlitt Cavill eine Beinverletzung, während er in den Aberfield Studios in London etwas drehte. Berichten zufolge verletzte Cavill sich, als er 6 Meter in der Luft war und seine Stunts machte. Es wird erwartet, dass Cavill für eine kurze Zeit ausfällt, während die Produktion von The Witcher fortgesetzt wird und Szenen gedreht werden, in denen er nicht benötigt wird. The Sun veröffentlichte Zitate von einer anonymen Quelle, die beschrieb, wie Cavill sich wohl verletzt hat. Die Dreharbeiten wurden durch das, was mit Henry passiert ist, unterbrochen. Er war auf einem Hinderniskurs und verletzte sich am Bein. Er hat sich plötzlich hochgezogen und hatte offensichtlich große Schmerzen. Es war nicht klar, ob ein Objekt sein Bein getroffen hatte oder es eine Art Sehnen- oder Muskelverletzung war. Es war nicht so schlimm, dass ein Krankenwagen gebraucht wurde, doch hat den Drehplan durcheinander gebracht, da er nicht richtig laufen kann. Er muss in den Szenen schwere Rüstung tragen und mit seiner Beinverletzung wäre er dazu einfach nicht in der Lage. Ähnlich wie bei vielen anderen Produktionen wird erwartet, dass The Witcher später im Dezember in eine Pause für die Feiertage geht. Also würden die Aufnahmen bald aufhören, unabhängig davon, was mit Cavill passiert ist. Mit der zusätzlichen Auszeit hat Cavill hoffentlich genug Zeit, sich auszuruhen und die Produktion im Jahr 2021 gesund und munter wieder aufzunehmen. 2020 war wohl auch für die Bewohner des Königreichs Syndra ein hartes Jahr. Wie bei den meisten Film- und Fernsehproduktionen in diesem Jahr mussten die Dreharbeiten zu The Witcher aufgrund der Covid-19-Pandemie unterbrochen werden. Dies führte nicht nur zu einer Verzögerung, sondern auch dazu, dass nicht alle Darsteller der ersten Staffel zurückkehren konnten, um ihre Rollen erneut zu spielen. Thurez Massen, der in der ersten Staffel von The Witcher die Rolle des Eskil spielte, musste aufgrund von Terminschwierigkeiten, die sich aus der Verzögerung durch den Coronavirus ergaben, aus der zweiten Staffel aussteigen. Die Pandemie ging den Darstellern und der Crew von The Witcher auch besonders nahe, als der Schauspieler Christopher Heavey im März positiv auf die Krankheit getestet wurde. Die Drehpause begann zunächst im März und dauerte bis August. Die Dreharbeiten wurden kurzzeitig wieder aufgenommen, bevor sie im November erneut unterbrochen wurden, nachdem mehrere weitere positive Covid-19-Fälle innerhalb der Produktion auftraten. The Witcher steht seit fast einem Jahr auf der Kippe und es bleibt zu hoffen, dass die Produktion mit Cavill wieder in Schwung kommt und die Dinge von da an reibungslos laufen. Glücklicherweise ist die Produktion in der Lage, vorerst ohne Cavill weiterzumachen, also drücken wir die Daumen, dass sich die Dinge nicht zu sehr nach hinten verschieben. Im Moment ist The Witcher Staffel 2 für das Jahr 2021 geplant. Looper wird euch dennoch weiter auf dem Laufenden halten, wenn in den kommenden Monaten weitere Einzelheiten bekannt gegeben werden. Seht euch eines der neuen Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme und Serien. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.